Hallöchen Freunde und ein herzliches Willkommen zu Outlast. Ja, gleich im Vorfeld weg. Die Folge Nummer 3. Die habe ich aufgenommen. Allerdings hatte ich vergessen, etwas umzustellen. Er hat zwar aufgenommen, hat aber einen schwarzen Bildschirm aufgenommen. Und ja, den Ton hat er mit aufgenommen. Das ist... Ich werde die Folge 3 auf jeden Fall wiederholen. Und werde sie nachträglich noch einsetzen. Ist kein Thema. Also es ist nicht viel passiert. Ich habe da ewig gebraucht bei der alten. Wir wissen ja, da drüben waren wir. Ja, da ist ein Häuschen und da waren wir kurz drin gewesen, haben eine Batterie gefunden. Und ansonsten habe ich gesucht, ja, wie verrückt. Ich bin so oft gestorben bei der alten. Ja, ich habe dann nachher da drüben, da ja, vor dieser scheiß doofen Tür stand ich. Und wie gesagt, ich bin so oft gestorben. Ich habe das Loch da unten nicht gesehen. Das ging so etwa 40 Minuten lang. Dann habe ich es endlich gefunden, bin hier durchgekrabbelt, habe mich gefreut. Ja, da drüben ist weit nichts passiert. Dann musste ich da hinten hoch und hier bin ich runtergefallen. Wie gesagt, den Teil 3, den packe ich nochmal rein, sobald ich hier fertig bin. Nachträglich. Ja, es läuft. Ich wollte sie schon wieder machen, den Fehler. Und ja, dann war ich hier also die Alte, die guckte mich an und... Ich krieg dich nicht. Ja, also, ihr habt nichts verpasst. Hier habe ich dann aufgehört. Und habe gesagt, so. Jetzt mache ich dann weiter mit Folge 4. Ja, da habe ich mir das vorhin angeschaut und ich habe gesehen, Folge 3 ist scheiße. Ja, wie gesagt, ich hau es nachher nochmal rein. Wir machen damit Folge 4 weiter. Ich guck mal, was hier erstmal gibt. Also, wir haben nicht allzu viel verpasst, außer lange Wartezeiten und überlegen und mehrfach sterben bei der alten. Aber das ist ja ganz normal. So. Schau nicht das Licht. Ey, sieht gut aus. Yeah. Gut. Oh, eine Batterie. Das ist. Die nicht. Wie viele Batterien haben wir eigentlich? Lass mich mal kurz gucken. Wie war das? Wie war denn das? Ist die? Nein. Willst du mich verarschen? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ach so, okay. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Leck mich doch. Okay, das ist gut, ja. Die Aufnahmen. Okay, gut. Aus. So, okay. Also mit der Tab-Taste, gut. Okay, dann wollen wir mal weiter gucken. Nein, nicht so. Durch. Hallo, durch, durch, durch. Okay. Wow, was findest du? Eine Mülltonne. Verstecken. Au! Man kann da rein.
Nice. Der Typ steckt sich auch überall drin, ne? So. War hier noch was? Gebüsch, Gebüsch. Stein. Okay, ist nix soweit. Gut. Mein Lärm wieder aus. Hallo? Ein Generator? Hier die nächste. Ja, ich höre da irgendwo schon jemand. Nicht auch nix. What? The blood hides you in the blood, for the storms are raging high. Oh, hide you in the blood, hide you in the blood. Till the dangers pass you by. Come for your sins, Daddy has bled. Hide you in Ezekiel's blood. Come though they be like crimson red. Hide you in Ezekiel's blood. Oh, hide you in the blood. Hide you in the blood. Okay. Eine Kamera hat ein Mikrofon. Drücke V, werden Geräusche durch die Wand. Fox walk upon it. Hide you in Ezekiel's blood. Was? Wer redet denn da? Da läuft doch jemand. Es gibt lecker Bein. Bitten Mais. So ein Scheiß. Ja. Aber das sieht eigentlich lecker aus, ne? Ich finde, die sind nicht so vegetarisch angetan, die Leute. Oh, Riegel, warte mal. Den machen wir zu. Kann ich die Mütze anziehen? Nö. So. Hier machen wir mal auf. Nein, auf. Oh, so laut. Läuft einer. Da sitzt einer, da läuft einer. Ne? Stecken? Oh, Tonne. Auch gut. Wo tappst du denn der um? Es. We shall return. Da kommt er. Foxes walk upon. New are days of old. Okay. Wow. Forsaken. True forsaken. Also, was macht der? Pain for these are hard as fate. Was haben die eigentlich alle so? For these things are eyes again. Gut. Fox
foxes. Foxes walk upon them. Knew our days of old. Haut er ab? Er haut ab. Aus hier. Ich sehe nichts. Ich sehe was. Rein da. Mach zu die Tür. Ist hier was drin? Toll. Ich stehe im Schrank. Gibt's eigentlich noch einen anderen Ausgang? Nee. Ist klar. Okay. Turn now to us, and we shall be turned. Da müsste gerade hier vorne sein, ne? Allerdings weiß ich jetzt gar nicht. Ach, schlechte Sicht ist raus, Mensch. Das muss auch machen, die Tür. Eise! Okay, ich will mal kurz gucken. Scheiße. Ich sehe nichts da drüben. Scheiße, das ist ein Ding. True for sake. Alter. Was ist das? Was ist das? Ja. Versteck. Also rein. Versteck mich. Tschüss. Was war das? Okay. Ich glaube, das ist nicht gerade. Also ich höre zumindest, dass die Leute hier vorne rumrennen, ne?
Okay. Ich würde sagen, das nehmen wir in der nächsten Folge. Beziehungsweise... Doch, pass mal auf. Wir machen das in der nächsten Folge weiter. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Kurze Folgenpäuschen, sind gleich wieder da, Freunde. Bis gleich.